Die Typ 5. Ein japanisches Gewehr, gekopiert vom amerikanischen M1 Garand. Schöne Waffe im Spiel. Hat, glaube ich, in echt keinen großen Einsatz gesehen. Ist ja eine Prototypwaffe gewesen. Oder wurde, wenn, in minimalen Stückzahlen produziert. Kann ich euch tatsächlich sogar sagen. Typ 5. Wie heißen die denn? Typ 5 Shiri. Das ist der Panzer. Shiri ist die Panzerreihe. Typ 4 Gewehr. Produziert von 1944 bis 45. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die Waffe wirklich was gesehen hat. Also es wurden 100 bis 250 gebaut, von denen die meisten noch nicht mal montiert wurden. Im Endeffekt ist es nichts anderes, wie gesagt, wie eine Garand mit einem 5-Schuss-Magazin. Der Japaner. Ich weiß gar nicht, wie viel hat die hier an Schuss? Also ich glaube, ich habe gerade gelesen, 5-Schuss-Magazin. Wir haben hier ganze 10 Schuss. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich hier eine Magazinerweiterung drauf habe. Anders kann ich mir das gerade nicht erklären. Aber es ist eine schöne Waffe, macht Spaß, verhält sich halt wie ein Garand in dem Spiel, wie ein M1. Und ich habe halt meinen Spaß mit der Waffe tatsächlich. Mehr als mit der also mit der originalen Garand. Also muss ich ganz ehrlich sagen, die normale M1 hat mir in diesem Spiel nicht so gut gefallen. Obwohl sie Spaß macht. Es ist ja nicht so, dass sie keinen Spaß macht. Sie flasht mich nicht so sehr wie in Modern Warfare sei schon hier. World at War. Oh, World at War. Wisst ihr was? Ich bin gerade überlegen, ob ich World at War runterlade. Ah, das Spiel hätte ich jetzt richtig Lust zu. Und schönen Videos davon. Das war das beste Zweite Weltkriegs-COD vom Multiplayer her. Wahrscheinlich sind die Server sind noch online, das weiß ich. Nur ich weiß, dass die meisten Server auf den kleinen Maps, die für 6 gegen 6 oder so ausgelegt wurden, oder wie viel war das, 8 gegen 8, keine Ahnung, jetzt mit 32 Spielern oder so teilweise sind, und das ist dann wiederum das Problem. Oder dass man bei einer bestimmten Waffe gekickt wird, wenn man die benutzt, das ist natürlich schade. Dedicated Server ist natürlich der Vorteil, wenn ein Hacker da ist, kann natürlich auch jemand ihn bannen. Kann natürlich auch jemand ausnutzen, aber ich weiß nur, dass die Server noch online sind, auf jeden Fall am aktuellen Standpunkt der Aufnahme. Und das ist das, dass ich wirklich darauf Lust hätte. Das Spiel war für mich wirklich so mit eins der besten Zweite Weltkriegs-Shooter, die ich kannte. Auch vom Map-Feeling her und von dem Gunplay. WW2 kommt nah ran, ist es aber nicht. Ich weiß nicht, COD geht langsam einen Weg, den es gut macht, also auch mit Modern Warfare, dem neuen, und Cold War. Aber es kommt bei mir einfach nicht mehr der Flair wie früher auf. Das kann natürlich auch daran liegen, dass ich damals jünger war. Damals war diese Online-Shooter-Szene gerade frisch und neu sozusagen. Also in Anführungszeichen, aber die Spiele werden immer besser, aber meine Lust daran wird immer weniger. Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass ich älter werde. Euer Remske, haut rein.